Claudias Frohnatur hat einen ganz bestimmten Grund. In der aktuellen Germany's Next Topmodel Staffel ist Claudia mit K die Frohnatur. Die 21-Jährige aus Berlin beeindruckte die Jury von Anfang an mit ihrer positiven, verrückten Art. Nun hat die Kandidatin im Interview mit Pro7 verraten, warum sie heute so eine positive Art hat. Der Grund dafür liegt in ihrer traurigen Vergangenheit. Claudia erzählt von ihrer schwierigen Vergangenheit. Früher war das echt nicht so cool in meinem Leben, erzählt der frisch verfärbte Rotschopf. Mit 13 Jahren fiel Claudia in ein Loch, wusste mit sich und ihrem Leben nichts mehr anzufangen. Sie versuchte, sich zu verstecken. Ich habe mich richtig reingesteigert in dieses traurige. Grund dafür soll Mobbing gewesen sein. Ich war schon ziemlich depressiv. Ich habe schon daran gedacht, irgendwie, oh Gott, wenn ich jetzt zur Schule gehen muss, wieder aufstehen muss, wieder eine schlechte Note schreibe, dann haue ich mich vor den Zug. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Nach dem Abitur merkte Claudia dann, dass es so nicht weitergehen kann. Durch die Hilfe von anderen und dank ihres starken Willens hat Claudia es damals geschafft, wieder neuen Lebensmut zu fassen. Das Leben ist zu kurz, um sich die ganze Zeit nur Gedanken zu machen. Deshalb bin ich jetzt so fröhlich. Auch wenn es andere nervt, mir ist das eigentlich egal, richtig so, Claudia. Kleinem NHL wächst ein Horn aus dem Schädel. Was haben sich die Stars nur dabei gedacht? Antibiotika-Allergie macht Familienvater zum Zombie, Lehrer bringt Schülern Windows auf. Der Tafel bei Sarah Jölle-Jahnl über ihre Selbstmordgedanken. Pitbull Petai erstickt in Chips-Tüte. Ärzte dachten, Hunter hätte eine Grippe. In diesen Berufen verdienen sie am meisten. Rett-Syndrom, so schenkt Sophias Familie ihr Kraft. Selma Hayek zeigt Töchterchen Valentina. Heute will Claudia anderen Mädchen ein Vorbild sein. Ich versuche, ein sehr positives Bild vom Leben zu vermitteln. Ich möchte, dass sich niemand versteckt. Ich bin offen, Probleme von vielen jungen Mädchen anzusprechen und sie zu lösen, um ihnen zu helfen, sich selbst zu finden, erzählt die GNTM-Kandidatin im Interview mit der Bild-Zeitung. Gerade nachdem sie persönlich schlechte Erfahrungen während ihrer Pubertät gemacht hat, folgt